Peace, Freunde der gepflegten Investition. Wir haben heute das langersehnte Video mit einem sehr, sehr guten Steuerberater, würde ich mal behaupten, hier. Wir haben den Sascha heute mit dabei. Ich habe euch ja auch schon mal ein paar Fragerunden gestellt, einmal auf Insta, einmal auf YouTube. Also es kam sehr, sehr viel. Also jetzt schon mal sorry, dass wir da nicht alles beantworten können. Ich glaube, es kamen insgesamt irgendwie 500, 600 Fragen rein. Das ist ein bisschen extrem. Aber wir haben mal so die Fragen, die jetzt echt oft gestellt wurden, uns mal rausgepickt, werden die alle nach und nach beantworten, beziehungsweise der Sascha, dafür haben wir ihn heute hier. Und ja, stell dich doch mal vor, freut mich auf jeden Fall, dass es geklappt hat. Ja, super, danke dir für die Moderation. Ganz kurz zu mir. Viel wichtiger sind dann später natürlich die Fragen. Also mein Name ist Sascha Schorr, ich bin 30 Jahre alt, studierter Finanzwirt und Steuerberater hier aus dem südhessischen Raum und bin daneben auch noch Krypto-Enthusiast, wie du auch, Dave, und wie jeder andere, der hier wahrscheinlich zuschaut. Und das ist jetzt mal eine gute Gelegenheit, also für mich, dass ich meinen Beruf mit meinem Investment zusammenbringen kann und möchte das ganz gerne hier auch zur Verfügung stellen, weil hochinteressant, bei keinem anderen Invest ist es so, dass so viele Menschen, vor allem so viele junge Menschen, auf einmal zu so viel Geld kommen, ohne jemals etwas mit Steuern zu tun gehabt zu haben. Ich bin ja auch bei dir in der Gruppe und da ist mir das mal aufgefallen, wie viele da ein bisschen, ich will nicht sagen naiv durch die Gegend gehen mit dicken Geldbeutel, ohne Steuererklärung abzugeben. Sie wissen es einfach nicht besser. Und das soll jetzt mal so ein bisschen als Plattform dienen, ein bisschen in die Breite zu gehen, nicht in die Tiefe zu gehen, um dennoch 90% der Fragen damit abzudecken. Ja, das klingt doch nach Super. einem Plan. Perfekt, freut mich auf jeden Fall. Wir haben 13 Fragen, glaube ich, haben wir mal vorbereitet, ne? Und wir schauen mal, wie lange das geht. Wenn wir nachher sehen, okay, wir haben schon 20, 30 Minuten, dann werden wir vielleicht noch die ein oder andere Frage dazu nehmen. Und wenn nicht, gerne natürlich auch vorab, schreibt eure Fragen, die jetzt vielleicht dann nicht drankommt, gerne auch nochmal in die Kommentare. Vielleicht werden wir dann nochmal einen Teil 2 aufnehmen, weil wie gesagt, das Output, was ihr da rausgeknallt habt, war echt nicht mehr normal, aber freut mich ja. Deswegen ist ja augenscheinlich wirklich ein Thema, was alle echt interessiert und wo viele einfach echt noch überfordert sind. Gerade wie Sascha auch nochmal gesagt hat, ich sehe das leider auch sehr oft. Viele wollen investieren, viele wollen Geld verdienen mit Krypto, aber das Steuerthema ist dann vielen einfach zu trocken oder sie wissen nicht genau, was es zu tun. Und deswegen das Video meiner Meinung nach auf jeden Fall eins der wichtigsten auf dem Kanal, weil ja, Steuern sollte man einfach nicht vernachlässigen, beziehungsweise sollte man einfach ordnungsgemäß, ja, behandeln, das Thema. Sonst könnte es Probleme geben. Ich würde sagen, wir fangen aber an mit der ersten Frage. Und zwar, wie lange dauert es, bis Kryptowährungen steuerfrei sind? Ja, das ist eine kleine Besonderheit bei Kryptowährungen. Wir haben verschiedene Zeiträume, nachdem steuerfreie Verkäufe möglich sind oder eben nicht mehr möglich sind. Der Hauptanwendungsfall 90% nach einem Jahr. Wenn man also regulär Kryptowährungen kauft, man lässt sie liegen und macht nichts damit, man hält sie im Privatvermögen, dann sind sie, ist der Verkauf tatsächlich nach einem Jahr steuerfrei, also nach Ablauf eines Jahres. Der Begriff ist bekannt, privates Veräußerungsgeschäft, wie jeder mal gelesen haben. Was weniger bekannt ist, ist, dass es auch Varianten gibt, bei denen sich die Haltefrist auf 10 Jahre verlängert und auch Varianten, bei denen ein steuerfreier Verkauf überhaupt nicht mehr möglich ist. Wir gehen nochmal später darauf ein, Stichwort Mining, Lending, Staking. Das sind so, das ist wirklich nach dieser Frage, waren, glaube ich, die häufigst gestellten Fragen nach Mining, Staking und Lending. Kurz vorab, wenn man seine Kryptos nutzt, um damit Einkünfte zu generieren, Staking und Lending, dann verlängert sich die Frist tatsächlich von einem Jahr auf 10 Jahre. Das ist alles Privatvermögen. Wenn wir in den betrieblichen Bereich rübergehen, das sehen wir bei Mining später, ist ein steuerfreier Verkauf überhaupt nicht mehr möglich. Aber Betriebsvermögen ist ein ganz eigenes Thema. Ich würde mal behaupten, 99% der Zuschauer betrifft das überhaupt nicht. Die halten alle ihr Vermögen im Privatvermögen. Für die ist relevant, kann ich nach einem Jahr steuerfrei verkaufen oder kann ich erst nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen? Und von diesen Fallkonstellationen nochmal 95% nach einem Jahr. Die übrigen 5%, die haben Staking oder Lending betrieben und das schauen wir uns nochmal später separat an. Perfekt. Wie viel Prozent Steuern zahle ich, wenn ich vor einem Jahr meine Kryptowährung verkaufe? Ja, also hier geht es darum, ich habe jetzt die 12 Monate nicht abgewartet und muss Steuern zahlen, wenn ich Gewinn gemacht habe. Und ja, ich würde gerne eine pauschale Antwort geben über der Kapitalertragssteuer, 25% plus Soli, das Thema ist erledigt, leider nicht. Also hier ist die ganze Bandbreite möglich. Also von 0%, man ist Student,
Frage kommt auch sehr oft, ich bin Student, ich habe kein Einkommen, muss ich Steuern zahlen? Wenn man unter einem gewissen Betrag ist, sehen wir später noch dann nicht. Also 0% bis hoch zu 45% plus Soli- und Gewerbesteuer ist alles dabei. Kann man unmöglich pauschal sagen, man muss alle Einkünfte betrachten, man muss Sonderausgaben, man muss einfach eine Steuererklärung machen, vorher weiß man das nie. Außer man hat über 300.000 Euro mindestens und dann ist man ganz klar bei 45% plus Soli. Ja. Also nicht erst bei einer Million, schon viel, viel früher. Ja. Ja, das wissen viele auch nicht, ne? Also viele wollen immer so eine pauschale Antwort, aber ich meine, du hast es gerade auch schon mal gesagt, ich meine, das kommt halt echt auf jeden individuell an. Einer zahlt vielleicht 30%, der andere 45%, also ganz unterschiedlich. Und wir, auch nochmal ganz wichtig, wir sprechen jetzt natürlich über Deutschland, weil viele auch mal über Österreich dann gefragt haben, über Schweiz natürlich auch sehr, sehr viel, aber natürlich, wenn jetzt jemand in Deutschland Steuerberater ist, dann ist er mit dem deutschen Recht vertraut und nicht zwingend mit dem Schweizer Recht oder mit dem österreichischen Recht. Auch nochmal ganz wichtig. Aber wir hatten es ja schon mal angesprochen mit Swiss Crypto Jay. Wir werden auch nochmal eine Talkrunde machen mit einem Schweizer Steuerberater und mit einem österreichischen. Vielleicht hatte der Sascha dann auch Lust, sich dazu bereit zu erklären. Dann machen wir das in der nächsten Runde auch nochmal für die Schweizer und für die Österreicher. Super, Jay, sage schon. Dave, wenn ich kurz unterbrechen darf. Klar, du hast gerade erwähnt, Einzelfall. Ich habe den Disclaimer vom Anfang ja ganz vergessen. Also nochmal ganz kurz, ich erwähne das zwar auch immer in der Gruppe, aber ein Typ aus dem Internet oder in dem Fall zwei Typen aus dem Internet ersetzt noch lange nicht das persönliche Gespräch beim eigenen Steuerberater, weil je nachdem, was man macht, gut zu sagen, nach 12 Monaten steuerfrei verkaufen, das ist ja recht simpel, aber das geht zum Teil so tief in die Einzelfallprüfung rein, vor allem, weil die Rechtslage noch nicht so sicher ist. Da kann man und darf man sich nicht auf so ein Video hier verlassen oder auf die Auskünfte. Es kommt immer auf den Einzelfall an. Okay. Ja, ganz wichtig. Was auch noch sehr, sehr oft gefragt wurde, zahle ich Steuern, wenn ich meine Kryptos in einen Stablecoin change? Ja, also das schon. Viele glauben zu Recht, weil sie haben den Background halt nicht, sind nicht vom Fach, das ist kein Problem, dass man nur dann Gewinne realisiert, wenn man seine Kryptos verkauft gegen Fiat. Ist aber nicht der Fall, sondern es ist ja so, wir haben hier einen Gegenstand, den können wir gegen einen anderen Gegenstand tauschen, den können wir gegen eine Dienstleistung tauschen oder gegen Fiat verkaufen. Tausch und Verkauf sind beides Gewinnrealisierungstatbestände. Das heißt, also wirklich, ich habe im Januar 2020 10.000 Euro BTC gekauft, also nicht einen für 10, sondern im Wert von 10.000 Euro und der steigt jetzt innerhalb eines Jahres auf 20 und ich schiebe den jetzt, weil ich die Gewinne parken will, in irgendeinen Coin rein. Dann ist dieses Zwischenparken, also man denkt, okay, ich habe das schlau gemacht, ich wechsle rüber, habe nicht mehr das Kursrisiko und muss nichts versteuern. Leider nicht der Fall, weil ich tausche einen Gegenstand gegen einen anderen Gegenstand und dieser Tausch realisiert dann den Gewinn. Es ist also leider nicht möglich zu tauschen, ohne Gewinne zu realisieren, außer nach 12 Monaten. Das geht dann schon, aber nicht innerhalb der Frist. Ja, sehr schön. Müssen nur die Gewinne versteuert werden oder die gesamte Investition? Auch sehr, sehr oft gestellt. Ja, habe ich auch gesehen. Es sind immer nur die Gewinne. Also die Investition selbst muss nicht nochmal versteuert werden. Also wenn ich mit 10.000 reingehe, ich verkaufe irgendwann für 30, habe ich 20 Gewinne realisiert. Egal ob Tausch oder Verkauf, wie eben beschrieben. Nur die 20.000 sind steuerpflichtig. Das Invest, das man gemacht hat, die 10.000, sind in der Regel bereits versteuertes Geld gewesen. Also ich gehe arbeiten, bekomme Gehalt, zahle darauf Steuern und das, was ich übrig habe, nehme ich zum Investieren. Das wäre eine Doppelbesteuerung. Wenn man das gibt es das schon. Der Gesetzgeber versucht das aber schon möglichst zu vermeiden und aus diesem Grund muss hier nicht das Invest nochmal versteuert werden. Okay, auch denke ich ganz wichtig, ja. Wie hoch ist der Freibetrag bei Kryptowährungen? Ich glaube, da ist es ja auch nochmal zu unterscheiden zwischen Studenten, zwischen je nachdem, was du genau machst auch, ne? Ja. Es gibt keinen eigenen Freibetrag speziell für Kryptowährungen. Kryptowährungen, Coins etc. finden begrifflich im Einkommensteuergesetz gar nicht wieder. Das sind im besten Fall ja private Veräußerungsgeschäfte. Also der Klassiker, man hodelt und verkauft nach 12 Monaten oder innerhalb der 12 Monate. Verkauft man innerhalb, hat man für diese privaten Veräußerungsgeschäfte einen Freibetrag von 600 Euro pro Person pro Jahr. Die Frage kam dann auch, hatte ich irgendwo noch mal gelesen, was ist, wenn man verheiratet ist, da verdoppelt sich das Ganze. Wenn man zusammen zur Einkommensteuer veranlagt wird, Ehegatten müssen das nicht können, das verdoppelt sich der Betrag. Und das war es auch schon beim privaten Veräußerungsgeschäft. 600 Euro, bin ich drüber, muss ich bezahlen, bin ich drunter, ist der Verdienst steuerfrei, also der Gewinn. Okay, interessant. Und bei Studenten ist er dann wesentlich höher?
Ja, nein, es gibt für Studenten und Schüler keinen eigenen Freibetrag, aber ich denke, ich weiß, was der Frage oder die Fragesteller, also die vielen, vielen Fragesteller da gemeint haben. Und zwar gibt es den sogenannten Grundfreibetrag oder auch steuerliches Existenzminimum genannt. Das heißt, erst ab einem gewissen Betrag, sagt der Fiskus, musst du Einkommensteuer bezahlen. Alles darunter, also bis zur Grenze, wie gesagt, Existenzminimum, mindestens so viel, sagt der Staat, braucht man zum Leben und erst danach muss man seinen Beitrag zur Gemeinschaft leisten. Liegt man drunter, was regelmäßig bei Schülern, Studenten, Arbeitslosen, was auch immer der Fall ist, liegt aktuell, kann man googeln, 9.740 Euro, glaube ich, oder 44. Und das steigt immer von Jahr zu Jahr wegen der Inflationsanpassung. Liegt man drunter, kann man die Gewinne steuerfrei nutzen. Da fällt keine Steuer an. Okay, Das ist, ja, glaube ich, weil das damit hatte ich auch mal gemeint. gelesen, ja, Ja. genau, auch mit diesen 9.000 noch was, ja, ich glaube, das war damit gemeint, genau. Dann auch noch sehr, sehr häufig gestellt, wie läuft das Versteuern speziell beim Mining ab und ist ein Gewerbe zusätzlich notwendig? Jetzt wird es ein bisschen komplizierter und hier geht es sowohl in die Breite wie in die Tiefe. Und lange, lange Zeit, in steuerlichen Maßstäben lange Zeit, wusste man nicht genau, wie steht denn die Verwaltung dazu. Wir wussten es nicht. Also wir Steuerberater hatten alle unsere Meinung. Ja, Meinung zum Mining, sorry. Jedenfalls ging ein Teil davon aus, es ist immer Gewerbebetrieb, ein Teil ging davon aus, es ist nie Gewerbebetrieb. Dann natürlich kommt es auf den Umfang an, sagten wir, aber das Problem war, wir konnten einfach nicht rechtssicher beraten, weil es keine Stellungnahme von der Verwaltung gab. Und jetzt, ich habe es mal ausgedruckt, haben wir was, ganz großer Entwurf, also vom Bundesministerium der Finanzen, ein paar Wochen alt, haben eine Stellungnahme rausgebracht, wie sie Mining einstufen, auch Staking, Lending. Und es ist aus meiner Sicht sehr gut gelungen, was da drin steht. Es deckt sich mit meiner Rechtsauffassung, es deckt sich auch mit allen Rechtsauffassung meiner Kollegen, mit denen ich darüber gesprochen habe. Und jetzt haben wir ein Stück weit Rechtssicherheit, weil der kleine Beamte, der das am kleiner Beamte in Anführungszeichen, der da nicht tief drin ist, der muss das im Zweifel entscheiden, wenn man seine Steuererklärung abgibt. Woher soll der das Wissen haben? Der hat jetzt dieses Schreiben in der Hand und kann die Meinung der Verwaltung vertreten, weil es jetzt eine gibt. So, kleine Vorrede ist aber wichtig, weil ich werde mich noch mehrfach auf dieses Schreiben beziehen. Und jetzt zu meinen. Der Fiskus sagt, er geht grundsätzlich erst einmal von einem Gewerbebetrieb aus, wenn jemand Mining betreibt, Gewerbebetrieb. Er gibt aber die Möglichkeit, das zu widerlegen, nennt man eine widerlegbare Vermutung. Das heißt, man muss sich auch hier jeden Einzelfall anschauen und hier nochmal den Verweis auf den Disclaimer. Hier ist es wirklich, wirklich, wirklich wichtig, sich einen Steuerberater zu suchen. Am besten hat man schon einen, vertraut ihn und der kann sich das vielleicht sogar mal vor Ort anschauen. Dann muss man nämlich selbst erstmal bewerten, ist man vom Umfang her ein Gewerbebetrieb oder nicht. Und lass uns mal zwei krasse Beispiele machen. Ich hole mir einen neuen Gaming-PC und das alte Ding will ich nicht wegschmeißen und schließe den irgendwie an und lasse den laufen. Deckt nicht mal die Stromkosten, was dabei rumkommt. Also es ist überhaupt kein gewinnbringendes Unterfangen, aber ich will es halt trotzdem machen. Ich finde es cool. Bin Krypto-Fan, mache ich einfach. Dann sagt das Finanzamt, da wollen wir gar keinen Gewerbebetrieb, weil das wäre ja ein Verlust. Und Verlust kann man ja mit anderen Einkünften verrechnen. Nee, ist Hobby, ist okay, lass mal sein. Kein Gewerbebetrieb, nennt man Liebhabereibetrieb. Das haben wir auch vorher schon so angenommen. Sobald aber der Umfang eine gewisse Professionalität erkennen lässt, sagt der Entwurf, ist man sofort im Gewerbebetrieb. Erwirtschaftet man Gewinne, ist man im Gewerbebetrieb. Wenn man jetzt eine ganze Lagerhalle anmietet, alles vollpackt und 50.000 Euro Stromrechnung im Monat hat, müssen wir nicht drüber reden. Gewerbebetrieb, alles gut. Aber wie sieht das bei einem Grenzfall aus? Ich sammle bei ein paar Kumpels ein paar alte Rechner ein und schließe sie im Keller, weil es da schön kühl ist, zusammen und lasse das Ding durchlaufen. Gewerbebetrieb, nicht Gewerbebetrieb. Das sind jetzt die Einzelfälle, die nächsten Monate und Jahre, Einkommensteuer ist halt eine Jahressteuer, man kann immer nur von Jahr zu Jahr Steuererklärung abgeben. Einfach mal schauen müssen, wie die einzelnen Finanzämter reagieren. Irgendeiner wird klagen oder viele werden klagen und hoffentlich sagt das Gericht irgendwann ab 500 Euro Stromrechnung Gewerbebetrieb. Wird nicht so passieren, aber dann haben wir vielleicht mal so einen Leitfaden und wissen, okay, ab irgendeiner Größeneinheit X geht man immer von Gewerbebetrieb aus. Können wir aktuell noch nicht sagen. Ich empfehle, also wir haben auch ein paar bei uns. Ich habe letztens erst mit einem Mandanten telefoniert, der hat sich, glaube ich, 30 oder 40 Helium.
nennt man das, Helium-Modems bestellt und da habe ich mir, sorry, 30 Stück mit drei, vor allem auch schön verteilt, also dass man die Standorte schön ausnutzt. Und dann meinte ich, sorry, da kommen wir nicht drum rum, ist Gewerbebetrieb. Das ist so professionell und auch natürlich mit der Absicht, Gewinne zu erzielen. Der fährt da überall hin, platziert die, muss Absprachen treffen, muss Fläche mieten, also Fläche, muss Fensterbanken mieten, Fensterbänke. Da kommen wir nicht drum rum. Wie sieht es denn mit zwei Stück aus? Einen bei der Tante, einen bei der Mutter. Schwierig. Werden wir einfach im Einzelfall schauen. Also Gewerbebetrieb, was ist die Folge daraus? Erst einmal, alles, was zufließt, ist natürlich Betriebseinnahme im gewerblichen Bereich. Wenn wir im privaten Bereich sind, ist es auch zu versteuern, aber als sonstige Einkünfte gibt sich aber nicht viel. Der Zufluss ist immer steuerpflichtig. Viel schlimmer ist, dass die Coins, die im Betriebsvermögen dann automatisch landen, nie steuerfrei verkauft werden können, solange sie im Betriebsvermögen sind. Die müssen also da irgendwie raus. Wenn man sie entnimmt oder wenn man sie rausverkauft, das ist auch wieder beides, ein Gewinnrealisierungstatbestand, fällt Steuer an. Wenn man sie durch Unterwert verkauft und es Verlust entsteht, dann hat man Verlust natürlich. Aber das ist genau das Problem, das jetzt wahrscheinlich viele haben werden, wenn sie mal in die vergangenen Jahre schauen und sehen, oh, ich mache das ja schon eine ganze Weile und ich habe die Dinge auch schon verkauft. Wenn man sie nicht verkauft hat, dann ist es erstmal nicht so schlimm, dann erklärt man erst einmal die Einnahmen nach. Aber wenn man die auch noch verkauft hat, hat man ja Doppelsteuer zu zahlen. Einmal auf den Verkauf und einmal auf den Zufluss. Das wird noch spannend zu sehen, wie in Anführungszeichen kulanter das Finanzamt sein wird bei der Aufarbeitung. Das auf jeden Fall zu Mining. Ja, naja, das wenn du Rückfragen hast, du kannst auch gerne Rückfragen stellen, das ist kein Problem. Ja, ich finde auch, das ist ein bisschen schade, dass es da nicht einfach irgendwas Einheitliches gibt. Wie du jetzt sagst, dass man sagt, okay, ab 500 Euro ist es Gewerbe, ja, ist ein Gewerbe notwendig, unter 500 Euro nicht oder so, dass man halt echt irgendwie mal ein bisschen mehr weiß als Autonormalverbraucher, sage ich mal, ja. Das ist ein bisschen schade. Ja, gut, wir haben jetzt wenigstens mal irgendwas, irgendeine Aussage. Ja. Und die ist grundsätzlich Gewerbebetrieb und im Einzelfall schaut man, ob es vielleicht doch nicht der Fall ist. Und wenn man sich selbst einfach mal fragt, hat jetzt keinen Steuerberater, okay, mache ich das, um Gewinne zu erwirtschaften? Gewerbebetrieb. Will ich das machen, um damit Geld zu verdienen, dann spricht das für Gewerbebetrieb. Ja gut, das ist eigentlich wahrscheinlich bei 99% der Leute der Fall, ja. Ja, absolut, absolut. Ja. Na gut, da kann man es dann schon spannend. Ein bisschen verallgemeinern, das stimmt. Ja, definitiv, das wird noch so ein großes Thema. Also ich habe hinten raus dann auch noch mal ein paar Fragen an dich, gerade auch was die Zukunft betrifft. Aber machen wir erstmal unsere 13 Main-Fragen. Ja. Wie dokumentiert man am besten seine Käufe sowie Verkäufe? Oder sollte man sich einen Steuerberater holen, um auf Nummer sicher zu gehen? Auch sehr, sehr wichtige Frage oder sehr, sehr oft gestellte Frage. Ja. Ich würde erstmal den zweiten Satz beantworten, soll man sich einen Steuerberater suchen, auf Nummer sicher zu gehen? Das ist immer auch eine Frage. Also erstmal, ja klar, Werbung für meinen Berufsstand, ja bitte. Aber man muss es sich auch von der Größenordnung leisten können. Wer jetzt also Schüler ist und hat 500, 600 Euro vielleicht verdient oder mal 1.000, also über dem Freibetrag, versucht euch mal das Wissen auf jeden Fall selbst anzueignen, weil der Steuerberater, der kostet 150, 200 Euro die Stunde aufwärts. Muss sich auch rechnen. Ist nämlich, wenn man nur im privaten Bereich geht, gar nicht so schwer, das selbst zu machen. Einnahmen minus Ausgaben, man muss nur gut dokumentieren. Und jetzt ist die Frage, wie dokumentiert man das? Ich empfehle meinen Leuten so viel wie möglich, weil auch hier gibt es noch nicht den Goldstandard. Also es gibt auch noch nicht die Drittanbieter-Software, die sich am Markt komplett durchgesetzt hat, die beim Finanzamt schon seit ein paar Jahren, da sieht der Finanzbeamte, das ist der Hersteller, wird stimmen die Software. Gibt es einfach noch nicht. Wenn doch, kenne ich es nicht. Ich persönlich kann keine Software empfehlen, weil ich trade nicht. Ich halte nur. Kann da also nichts empfehlen. Aber was ich empfehlen kann, auch aus Zeiten, als Kapitaleinkünfte noch ein größeres Thema waren so, und es noch nicht das schöne System gab wie heute, die Banken führen alles ab, wunderbar, so viel wie möglich dokumentieren. Ladet alles runter, was euch die Wallet-Plattformen anbieten, macht eigene Excel-Berechnungen und wenn es zur Gegenkontrolle ist, macht Screenshots, macht Fotos mit Datum und Uhrzeit am Desktop-PC. Alles aufheben, möglichst lange, 10 Jahre, 15 Jahre, sage ich jetzt schon, weil wir wissen gar nicht, was in 10 Jahren alles für Möglichkeiten bestehen, alte Verkäufe rückzuverfolgen. Also bis dahin, sage ich mal, sind wir gläsern. Und auch wenn man alles richtig gemacht hat, man hat steuerfrei verkauft, keine Steuererklärung abgegeben, kann trotzdem die Rückfrage kommen. Und wenn man dann nichts nachweisen kann, wird geschätzt eventuell. Also doppelt und dreifach alles absichern, so viel wie möglich.
Okay, ja, ich denke, das ist echt das A und O. Also sage ich ja auch immer, macht euch eine Excel-Tabelle, schreibt euch wirklich auf, was weiß ich, welche Plattform habt ihr jetzt gekauft, beispielsweise Binance, welche Menge habt ihr gekauft, wo habt ihr es beispielsweise hingeschickt, wenn ihr es zum Exodus schickt, wie viel war das, also alles, jede kleine Info, ne? Ich denke, da, ja, kann man nicht genug aufschreiben, ja. Ja, und vielleicht noch ganz kurz an der Stelle, der Steuerberater, der übernimmt das nicht für einen. Der Steuerberater muss sich ja auch auf die Daten verlassen, die er vorgelegt bekommt. Und wenn sie nicht gut genug sind, wird er die Haftung ausschließen. Also ich würde auch keine Haftung übernehmen, wenn ich der Meinung bin, die Zahlen, die ich bekommen habe, sind nicht ordentlich. Oder ich bekomme den Eindruck, da fehlt was, da stimmt was nicht. Dann mache ich es, aber dann schließe ich die Haftung aus. Das ist klar. Der Steuerberater setzt sich nicht hin und tippt eure ganzen Transaktionen auf. Ihr wollt das auch gar nicht, weil der Stunden, also gut, wenn das jetzt um Millionen, da setze ich mich auch hin, dann zahlt auch jeder meinen Stundensatz, kein Problem. Aber das rechnet sich in aller Regel nicht, da einen Steuerberater mit zu beauftragen. Und die meisten haben auch andere Dinge zu tun, die wichtiger sind, als Zahlen aufzutippen. Also die Vorarbeit muss geleistet werden und es muss dem Steuerberater zugänglich gemacht werden und bereits die Qualität haben, die man auch, es kann auch ruhig ein bisschen schlechter sein, so ist es nicht, aber die man auch final dem Finanzamt vorlegt. Also da muss der Mandant schon mitwirken. Ja, ganz wichtig. Ja, auch sehr, sehr häufig natürlich gestellt. Und zwar, wie sieht es aus, wenn man ja, Kryptowährungen geschenkt bekommt, beziehungsweise wenn man sie verschenkt? Ja, muss man zwei Sachen beleuchten. Einmal das Thema Schenkungssteuer, was ich vermute mal der Fragesteller, ich glaube, die Frage kam auch ein paar Mal, nicht bedacht hat, sondern vielmehr, was ist denn mit der 12-Monatsfrist? Also Dave, du schenkst mir jetzt ein paar Coins, die hast du im Januar gekauft und jetzt haben, oder sagen wir mal, jetzt haben wir Mai, da schenkst du mir die. Erstmal löst das irgendwas aus. Nein, der unentgeltliche Übertragung ist kein Realisierungstatbestand. Die werden auf mich übertragen und der Anschaffungszeitpunkt und die Anschaffungskosten bei einer, aber ich rede jetzt wirklich von einer wirklich wirksamen Schenkung, da ist nichts gedreht, soll nichts zurückgehen. Zivilrechtlich saubere Schenkung, komplett unentgeltlich. Dann gehen die wichtigen Merkmale auch mit über. Das ist der Klassiker. Eltern vererben was an die Kinder, dann gehen sowohl der, bei Grundstücken ganz oft, da haben wir dasselbe nur mit 10 Jahren, dann geht dieser Zeitraum mit über, den kriegt man mit verschenkt. Das löst also nicht unbedingt neue Fristen aus. Wenn ich natürlich hier so ein bisschen eine Entgeltlichkeit mit reinbringe, also ein bisschen, was willst du dann doch dafür, dann sieht das Ganze schon vollkommen anders aus, weil dann haben wir einen neuen Anschaffungszeitpunkt und es beginnt die neue Einjahres- oder eben 10 Jahres, was auch immer für eine Frist, beginnt neu zu laufen. Aber im Optimalfall, wenn alles richtig läuft, dann nicht. Das ist ganz wichtig. Dann beginnt das nicht von vorne. Aber Achtung bei Schenkungen, das klingt immer so gut. Wenn man sowas macht, Schenkung unter fremden Dritten, also wenn Dave mir was schenken würde, umgekehrt, wir sind nicht verwandt, dann geht das nur alle 10 Jahre bis 20.000 Euro. Das geht jetzt aber Richtung komplett anderes Thema Schenkungssteuer. Bei Familie sieht das noch ein bisschen anders aus, da kann man das eher mal machen. Aber gerade bei den Zahlen, über die wir ja auch reden, hier zum Teil, da sind 20.000 Euro in 10 Jahren ja nichts. Aufpassen, das löst Schenkungssteuer aus und die ist wirklich, wirklich nicht zu Ja, sonst, also heißt, wenn ich dir jetzt Kryptowährung schenken würde, 20.000 in 10 Jahren ist die Grenze quasi oder alle 10 Jahre. Man schaut immer auf den Tag der Schenkung, wenn heute die Schenkung ist, heute und 10 Jahre zurück und packt alles in einen Topf. Und wenn du mir Okay. morgen noch was, also du schenkst mir heute 9.000 und morgen 2.000, passiert heute noch nichts, aber morgen würde man auch wieder 10 Jahre zurückgucken und dann würde was passieren. Also Okay. 20.000 natürlich, dann würde was passieren. Okay, ja, auch mal nicht schlecht, dann haben wir mal eine genaue Zahl da. Ja. Was auch noch wichtig ist, kann ich meine Coins in USDT changen, um den Rest der Einjahreshaltezeit zu überbrücken? Ja, hatten wir so halb vorhin schon beantwortet. Es geht, also man kann es machen, aber es löst die Steuer aus. Es wäre natürlich auch wieder ein Gewinnrealisierungstatbestand. War ja dieser Clou, der ist wirklich gut, der Gedanke. Muss man wirklich, also wer darauf kommt, erstmal loben. Klar, wenn man sich steuerlich nicht auskennt, dann tappt man voll in die Falle und ich denke, das ist auch einigen passiert. Ich möchte ganz gerne die Volatilität vermeiden und keine Steuern zahlen. Tausche also die Coins rüber in eine vermeintlich sichere, boah, doch für Kryptomaßstäbe doch sichere Währung rüber. Aber in dem Zeitpunkt habe ich den Gewinn realisiert. Und dann bin ich in USDT etc. drin. Der Vorteil ist, von USDT hat er nicht große Kursschwankungen. Und wenn ich dann irgendwann nach einem Jahr wieder verkaufe, dann habe ich nochmal die Einjahresfrist unterboten. Also sagen wir mal im Januar BTC. Im Juni packe ich die Gewinne rüber, weil ich Angst habe, dass er wieder einbricht. Erster Fehler gemacht. Hier entsteht schon mal hier wieder Gewinn. Man nennt das stille Reserven aufdecken.
die gehen hoch. Also ich habe 10.000 gekauft und bei 50.000 schiebe ich es rüber, sind 40.000 stille Reserven gebildet worden in der Zwischenzeit und die muss ich versteuern. Dann halte ich und wechsle dann im Februar, weil ich ja glaube, 12 Monate sind rum, Januar bis Februar, tausche ich wieder in eine andere, kaufe ich wieder BTC. Dann habe ich eigentlich zwei Vorgänge. Im Juni muss ich versteuern und im Februar. Der Vorteil ist, es sind nicht viele Kursschwankungen bei solchen Coins zu erwarten, aber mach das mal mit 2-3 Millionen. Da ist auch 0,1% Schwankung. Da helfen dir 600 Euro Freibetrag auch nicht weiter. Das muss man also auch dokumentieren. Na, gut zu wissen, ja. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Staking bzw. Lending. Und zwar, wie versteuert man Gewinne daraus? Also aus Staking und Lending korrekt? War auch lange Zeit gar nicht so sicher. Also da geisterte immer im Raum rum. Die Meinung habe ich auch vertreten. Achtung, wenn ich Coins nutze, um damit Einkünfte zu generieren, dann muss man erstmal natürlich klären, was für Einkünfte. Zinsen, man könnte ja meinen, das sind Zinsen. Ich gebe 100 Coins hin und bekommen irgendwann 105 zurück. Das sind Zinsen, wunderbar, Kapitaleinkünfte, wird separat versteuert, alles gut. Dann hat man schon mal eine Einordnung gehabt, okay, es ist eine Einkunftsart und dann weitergedacht, verlängert sich jetzt die Frist auf 10 Jahre. Steht ja im Paragraph 23, privates Veräußerungsgeschäft, werden die meisten kennen, steht das ja drin. Wenn ich was verwende, dann 10 Jahre. De facto wissen wir jetzt, die Verwaltung ist der Meinung, es ist so und das deckt sich aber auch mit der Fachmeinung. Nur das mit den Zinsen ist Unsinn. Das war aber auch zu erwarten, wenn ich es ist ja keine Kapitalanlage, es ist ein immaterielles Wirtschaftsgut, es ist ein Gegenstand. Übrigens ziemlich cool. Das Ministerium hat hier auf den ersten 4-5 Seiten erstmal alles Mögliche definiert. Da sind noch viele Dinge dabei gewesen, die ich gar nicht kannte. Also das kann ich nur empfehlen, das mal zu googeln, BMF schreiben, Kryptowährung, da kann man wirklich noch was lernen. Nicht nur steuerlich, sondern auch, was es alles noch an Unterstufen des Staking und Lending gibt. Es sind auch viele Beispiele drin zum Nachlesen, empfehle ich auch jedem, sich mal nur die Beispiele auch anzugucken. Da ist doch ganz klar drin, man gibt 100 ein, man hat 1.000, gibt 100 hin, bekommt 105 zurück. Was passiert mit den übrigen 900? Was passiert mit den 100, die man hingegeben hat? Was passiert mit den 5, die man bekommen hat? Steht da alles drin? Kurz zusammengefasst, die 5, die ich bekomme, sind sonstige Einkünfte. Der Zufluss ist normal zu besteuern. Also sonstige Einkünfte. Ich bekomme an Tag X 5 Stück. Der Kurswert an dem Tag ist so und so hoch und das sind meine Einnahmen. Gleichzeitig ist das auch der Anschaffungszeitpunkt dieser 5 Coins, gedanklich, wenn ich es dann in 12 Monaten verkaufen will. Problem sind die 100. Also ich habe 1.000, 100 habe ich hingegeben. Für diese 100 verlängert sich jetzt die Frist auf 10 Jahre. Das ist leider so. Wenn man das jetzt weiß, für die Zukunft, kann man damit arbeiten. Aber für die Vergangenheit haben wir jetzt das Problem. Was ist, wenn ich das letztes Jahr gemacht habe? Übrigens, Staking Lending ist fast dasselbe, steuerlich selbe Konsequenzen. Mhm. Ein Kollege hat das mal auch auf YouTube mal ganz gut verglichen. Das eine ist das Festgeldkonto, das andere ist das Girokonto, Staking oder Lending, je nachdem, wie lange man das eben gebunden weggibt. Die Tokens, aber steuerlich ist es dasselbe. Problem ist für die, die das in der Vergangenheit gemacht haben, hat also vor 2 Jahren gestaked. Ich habe meinen Kumpels gesagt, Leute, lasst die Finger davon. Es kann gut gehen, muss nicht gut gehen. Wir müssen warten, bis wir eine Meinung haben. Ich hoffe, es haben sich alle dran gehalten. Ich habe nicht mehr gefragt. Und wenn ihr drin seid, dann verkauft bitte nicht, habe ich gesagt. Ich glaube, der eine hat ADA gehalten. Ich glaube, der hat verkauft, als die Kurse oben waren. Also wenn man das gemacht hat vor 2 Jahren und man hat es mittlerweile schon verkauft, hat man jetzt ein Doppelproblem. Man muss einmal den Zufluss versteuern. Der wird sich aber ja noch, ja, wenn man 100 hingibt, hat 5 bekommen, dann kann man das, glaube ich, noch verkraften. Das Problem ist, man muss Fiat bezahlen an das Finanzamt und hat aber im Zweifel gar kein Fiat gesehen, weil man die Tokens dann auch gehalten hat. Viel problematischer ist, wenn man jetzt dachte, okay, die 100, die ich ursprünglich hingegeben habe, die kann ich ja jetzt steuerfrei verkaufen, weil es ja 15 Monate her, dass ich die gekauft habe. Dann haben die das gemacht, im guten Glauben, zu Recht im guten Glauben, aber es ist falsch. Und das Problem ist, das Thema, die Fragen werden jetzt kommen. Was ist mit der Rückwirkung? Wir brauchen keine Rückwirkung oder wir brauchen keine Vorschrift, die sagt, das gilt rückwirkend, weil das war alles schon bestehendes Recht. Es ist für Kryptowährung kein neuer Paragraph ins ESTG aufgenommen worden. Es war immer nur die Frage, wir haben bereits ein Rechtskonzept. Wir wissen, was ein Gewerbebetrieb ist. Wir haben die Voraussetzungen vom Gewerbebetrieb. Wir wissen, was ein privates Veräußerungsgeschäft ist, was sonstige Einkünfte sind. Aber gilt das auch, das bestehende Recht, für diesen Markt? Ja, tut er. Deshalb sind die Fragen nach steuerlicher Rückwirkung gar nicht relevant. Es wirkt zurück, weil es das Recht schon gab, auch zum damaligen Zeitpunkt. Also ein riesen Liquiditätsproblem für viele, weil sie jetzt
vielleicht, es tut mir leid, geschockt feststellen müssen, sie haben das genauso gemacht und werden entsprechend diese Einkünfte trotz 12 Monate plus versteuern. Ja, das auch verstehen hier, viele falsch beim Staking, ne? Dass sie, weil viele gehen davon aus, ey, ich stake jetzt 10.000 ADA, dann muss ich ja nur die daraus entstandenen ADA versteuern. Aber es ist halt, wie gesagt, der ganze Betrag, ne? Ja, wenigstens viele waren anscheinend auch so weit zu verstehen, dass das, was sie bekommen, was sie aus dem Nichts bekommen, dass man das irgendwie versteuern muss. Das, denke ich mal, war vielen klar, als Zins oder als sonstige Einkünfte. Sonstige, wir haben 7 Einkunftsarten, wenn wir nicht wissen, wohin, alles in die sonstigen. Und da waren auch schon viele, auch viele Laien waren schon so weit, das zu verstehen. Aber das bei den 10 Jahren, das ist dann schon, boah, ist schon Spezialwissen. Das ist in der Praxis gar nicht so relevant, weil der größte Anwendungsfall bei privaten Veräußerungsgeschäften sind halt Grundstücke. Und da gelten sowieso 10 Jahre, fertig, Thema erledigt. Wie, Kunst gegen, ja, wie häufig kommt das vor mit den 10, dass es einem Jahr 10 wird? Tja, aber jetzt haben wir schwarz auf weiß, das ist so. Das stimmt, ja. Aber schon knackig, ja. Auf jeden Fall. Muss ich eine Steuererklärung abgeben, wenn ich im Minus verkauft habe? Wenn man im Minus verkauft hat, ich vermute jetzt mal, dass damit gemeint ist, wenn man aufs ganze Jahr gesehen Verlust gemacht hat, also nicht nur aus einem Trade und dann hat man noch mit 3 Gewinn gemacht, sondern insgesamt Verlust, muss man nicht, wenn man nicht aus anderen Gründen dazu verpflichtet ist, eine Steuererklärung abzugeben. Dann kann man das lassen. Ich empfehle es aber als Fachmann jedem trotzdem eine abzugeben. Ich empfehle sowieso auch, wenn man steuerfrei verkauft, immer eine Steuererklärung abzugeben, dem Finanzamt schon mal alles vorzulegen, dass die jetzt und heute prüfen können und dann machen die einen Haken dran. Ja, er hat richtig ermittelt, über 12 Monate alles frei. Dann kann nämlich in 10 Jahren keiner kommen, weil dann hat man es da. Aber das ist meine persönliche und auch gut, auch meine fachliche Meinung. Aber zu den Verlusten auf jeden Fall erklären, weil dann kann man sich diesen Verlust feststellen lassen. Ich habe also dieses Jahr CoinX für 20 gekauft und habe ihn dann, ich habe Geld gebraucht, einen anderen Grund gibt es eigentlich nicht, warum man im Verlust verkaufen sollte. Es gibt noch ein paar, aber dann habe ich es verkauft, ich brauchte Geld und habe nur 5.000 wiederbekommen, also 15.000 Verlust gemacht. Und dann denke ich mir, okay, muss keine Steuererklärung abgeben, mache ich nicht, gut, bin nur angestellt, brauche ich nicht, Thema erledigt, auf keinen Fall. Weil wenn man diese Verluste erklärt und sie auch gut dokumentieren kann, das Finanzamt sagt, ja, okay, du hast recht, 15.000 hast du Verlust gemacht, den darfst du zwar nicht mit deinem Bruttogehalt verrechnen, aber du darfst ihn das nächste Jahr oder das übernächste Jahr oder immer so weiter mit Gewinnen verrechnen, die du dann noch machen wirst. Das ist eine super Sache, weil ein Verlustvortrag, so nennt man das, ist bares Geld wert. Ja, also auf jeden Fall machen, erklären, feststellen lassen und im nächsten Jahr mit Gewinnen verrechnen. Das heißt, man kann natürlich auch, wenn jetzt keine Ahnung, sagen wir mal, heute kaufen wir Bitcoin, nächsten Monat ist er 20% niedriger, ich verkaufe das wieder, dann kann ich diesen Verlust quasi gegenrechnen. Noch, also im nächsten Jahr gegenrechnen, wenn du dann Gewinne machst. Ja. Das kannst du dann machen, ja. Ja, genau. Also sagen wir mal, ich habe Coin XY habe Gewinn gemacht, habe aber mit dem anderen Coin Minus gemacht, kann ich diese Differenz dann quasi von den Gewinnen verrechnen, sagen wir mal. Das geht unterjährig immer, also das auf jeden Fall. Nur es geht jetzt der Beispiel, wenn insgesamt ein Verlust noch übrig bleibt innerhalb eines Jahres. Also ich habe in 2021 diverse Trades gemacht und am Ende war es halt ein mieses Jahr und ich gehe mit einem Verlust aus dem Jahr. Dann muss ich alle Trades oder kann ich alle Trades aufführen. Legst du dem Finanzamt offen und die sagen, ja, es bleibt ein Verlust stehen und den stellen wir gesondert fest. Wenn du dann mal einen guten Jahr nur Gewinne machst, dann darfst du das verrechnen. Man nennt das horizontale Verrechnung, man kann es aber nicht vertikal verrechnen, also nicht Gewerbebetrieb, nicht selbstständige Tätigkeit im Plus, vielleicht noch ein bisschen Land- und Forstwirtschaft im Plus und dann Krypto-Minus, das kann man nicht verrechnen. Aber man kann das horizontal im nächsten Jahr mit positiven Einkünften verrechnen. Quasi eine Rubrik kann man verrechnen. Genau, genau, so kann man das auch nennen, eine Rubrik. Okay, sehr schön, ja, auch wichtig. Ja. Muss ich Steuern schon auf der Exchange zahlen oder erst, wenn es auf mein Konto kommt? Das kriege ich auch privat sehr, sehr oft geschickt, ja. Ja, die Brücke wird da so ein bisschen geschlagen, denke ich, zu den Kapitaleinkünften. Also ich verkaufe Aktien und bekomme direkt die Kapitalertragssteuer einbehalten. Genau. Ist betriebswirtschaftlich, also es ist nicht so, Antwort mal vorweg, es wird nicht von der, ich hätte fast gesagt, depotführenden Bank, also von der Wallet-führenden Plattform wird das nicht gemacht, diese Dienstleistung, weil es keine rechtliche Grundlage dafür gibt. Es ist so, die Einkommensteuer ist eine Jahressteuer
Wenn das Jahr um ist, entsteht sie, dann muss man eine Steuererklärung machen. Wenn man eine machen muss, dann gelten auch, übrigens stand irgendwo in den Kommentaren zu den Kommentaren, dass man nur alle 4 Jahre eine abgeben muss oder 4 Jahre Zeit hat, stimmt nicht. Wenn man eine abgeben muss, dann muss man das recht schnell machen. Wenn man keine abgeben muss, dann kann man sich ruhig, sagt das Finanzamt, komm, komm, lass die Zeit, vergesse es am besten, 4 Jahre Zeit. Ja, wichtig. Also das Wallet, also wird nicht automatisch gemacht, ist aber auch ein Finanzierungsvorteil. Also ich kann damit arbeiten, ich weiß, ich muss Steuern zahlen, aber ich muss sie erst nächstes Jahr zahlen. Wenn man das im größeren Stil macht, dann wird das Finanzamt irgendwann Vorauszahlungen verlangen. Das ist nochmal ein separates Thema, aber wenn ich es jetzt zum ersten Mal mache und ich sehe hier, dann muss ich das, ich kann auch freiwillig Voraussteuern zahlen, ich muss es nicht, ich kann mit dem Geld auch arbeiten, aber bitte, sage ich auch meinen Mandanten, behaltet wenigstens im Hinterkopf, die Steuerzahlung kommt. Also jetzt nicht Hochrisiko, witzig, wir reden über Kryptos und benutzen das Wort Hochrisiko. Also nicht zu sehr spekulieren mit den Geldern, die am Ende dem Fiskus gehören. Ja. Also nein, wird nicht gemeint. Ich glaube auch nicht, dass es kommt, weil wir hier nicht im Rahmen von Kapitaleinkünften sind. Also es sind keine Aktien, vielleicht irgendwann, aber da muss man alles umkrempeln. Momentan gibt es dafür keine rechtliche Grundlage. Okay. Ja, jetzt haben wir eigentlich schon alle 13 Fragen durch.